Servus und herzlich willkommen zum Budgetzockt auf Stoppenbach im Oberfranken. Ja, wir sind auf dem Weg, wie ihr seht, zum Ballenpressen. Und wenn ihr rechts oben guckt, dann seht ihr, wir haben kein Geld mehr. Ich habe die Presse gekauft, weil der Händler hatte nichts zum Vermieten. Dann musste ich halt eine kaufen, die habe ich hier im Dorf erworben, ist jetzt keine neue, ist eine gebrauchte, aber ich hoffe, die funktioniert, ist eine Galligani und mal schauen, wie die funktioniert. Ja, gehen wir halt gleich an Pressen. Schauen wir, was rauskommt. Es hat geregnet in der Nacht. Jetzt ist natürlich auch alles feucht. Jetzt kein Vorteil, dass wir haben, aber man kann es jetzt auch nicht ändern. Jetzt müssen wir es so nehmen, wie es ist. Ein bisschen staubt es, das heißt, es hat sich schon da es zusammengeschmissen war, haben wir es vielleicht geschafft. So, der erste Ballen ist da. Bin gerade nicht überglücklich mit Ertrag, aber okay. Schauen wir, was hier rauskommt. Ja, wie gesagt, wir werden die dann wickeln.
Das habe ich mir ausgeliehen, den Wickler von meinem Händler, weil ich habe gesagt, ich habe keine Kohle mehr, kann mir nichts mehr leisten. Ich bin fast pleite. Ja, dann hat er gesagt, okay, das kann er mir ausborgen. Aber ich soll gut drauf aufpassen. Es ist nagelneuer, noch nie in Gebrauch gewesen. Somit. Ja. Zweiter Ballen. Das ist wenig Ertrag. Was soll ich noch machen? Ich habe keine Wiesen. Muss ich ihn fragen, ob er Striegel hat? Muss ich striegeln? Ja, die Presse hat mich fast 40.000 gekostet, 39.900 noch was, hat zerquetscht. Ist gerade nicht so, 30.000 war die Pacht. Ja. Werden wir am Ende zur Bank gehen müssen und fragen wegen Kredit. Wenn es so weitergeht, weil mit drei Ballen komme ich nicht weit. Ich habe es mir ein bisschen mehr erhofft. Bin jetzt nicht glücklich drüber. Und ich brauche noch für Kartoffeln ernten. Muss ich mir auch noch ausleihen. Kaufen werde ich es nicht. Muss ich auf Bank und fragen, wie viel Kohle ich bekomme. Auf jeden Fall zur Bank. Also sonst werde ich nicht überleben. Sonst werde ich nicht überleben.
Ja. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier so viel wie möglich aufsammle, dass ich nicht so viel stehen lasse, weil jedes kleines bisschen ist jetzt wichtig. Vielleicht kriegt man noch einen Ballen zusammen. Wird schwierig, aber nicht unmöglich. Es könnte klappen, also noch ein Ballen wird, dann haben wir 5 Ballen. Ist nicht die Welt, aber es wird vielleicht ein bisschen Geld reinbringen. Wo bist du jetzt hin? Zum Nachbar? Ist weg. Super. Egal, die suchen wir dann später. So, tu mal die da lassen. So, jetzt gehen wir.
Habe ich auch nicht. Gabel, Frontlader und Hänger brauchen wir. Und dann gehen wir die Ballen abholen. Tun wir dann Scheißdreck. Wickeln muss man die ersten. Ja, wann wird jetzt da was anfangen zum. Wann wird jetzt da anfangen was zum Wachsen? Das ist doch nicht mehr feierlich, ehrlich. Noch gar nichts gewachsen. Das kann ja nicht wahr sein. Gar nichts. Ja, du kannst ja gucken, bis morgen früh ist mir doch egal. Meine Güte, ey, dann wart halt mal. Dann gehen wir zum Händler, holen wir den Wickler. So, wir sind aber am Ende von diesem Video angelangt. Wie wir wickeln, das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schaut mal wieder vorbei. Bis dahin, euer Batz. Servus.